Wir sind heute im Fjordland Nationalpark und fahren gerade die Straße zum Milford Sound hoch. Und ja, schauen uns jetzt hier mal den Park an und stoppen wir mal an der Straße, bevor es dann auf eine Schifffahrt durch das Fjordland geht. Ist ja ein beliebter Lookout. Es posieren einige Leute schon. Aber für uns geht es jetzt weiter. Genau. Und los. So, unser nächster Stopp sind die Mirror Lakes, also Spiegelsee übersetzt. Schauen wir mal, ob der Name auch Programm ist. Da lang geht's. Wir sind diesmal gut auch eingesprüht gegen die ganzen Sandfliegen hier. Also das Gute ist, man merkt immerhin, wenn sie da ist. Und so ein leichter Stich, dann kann man noch zuschlagen, bevor es dann zu spät ist und nachher juckt. Naja, mal gucken. Also windstill ist es zumindest, aber es sieht nicht so aus, als ob es heute so ganz still ist, der See, dass es sich so gut spiegelt, wie es hier angepriesen wird. Aber gucken wir uns das mal an. Es kann sich ja auch innerhalb von Minuten ändern. Das hatten wir zumindest schon beim anderen See, wo es auch erst nicht so danach aussah. Und dann hatten wir doch ein ganz gutes Foto hinbekommen. Auch nicht schlecht aus. Ganz durchsichtig das Wasser, also ganz klar. Da drunten ist ein riesiger Baumstamm. Chris macht fleißig Fotos. Nur die schönsten Fotos für euch. So, jetzt wieder zum Auto und gucken wir mal, was uns der nächste Stopp so bringt. Ach, hier gibt es ja erstmal noch einen Aussichtspunkt. Nehmen wir den erstmal auch noch mit. Auch ein schönes Plätzchen hier. Weiter? Jetzt geht's weiter. Zurück zum Auto. Jetzt ist erstmal Mittagspause angesagt, um uns ein bisschen zu erholen von dem anstrengenden Tag. Lassen wir uns ein bisschen was schmecken. Übrigens, die Blumen, die ihr da im Hintergrund seht, die lilafarbenen, die so schön aussehen, die waren noch nicht immer hier, sondern die wurden eingeführt, um das Landschaftsbild ein bisschen zu verschönern. Letztendlich war es aber keine sehr gute Idee gewesen, weil die sich so verbreitet haben, sodass andere einheimische Pflanzen gar keine Chance mehr hatten, sich gegen diese Pflanzen zu wehren. Das sieht man sie überall, auch wenn sie schön aussehen. Noch gar nichts. Sehen nur gut aus, die Blumen. So, weiter geht's mit unserem Auto. So, nach dem Mittagessen geht's erstmal noch ein bisschen die Beine vertreten. Deshalb gehen wir jetzt hier noch ein bisschen spazieren auf den Lake Ungan Nature Walk. Auf geht's! Wir sind jetzt hier beim Pops Lookout und haben eine sehr schöne Sicht auf die Berge hier. Wir haben versucht herauszufinden, wer hier der genau ist, aber hier gibt es so viele Berge.
Ja, falls jemand weiß, kann sie gerne runterschreiben. Und hier gibt es nicht nur Autos von Juicy. Juicy bietet ja auch Bustouren und sogar Bootstouren an. Wir haben hier ein eigenes Boot. Den fahren wir aber nicht. So, jetzt geht's wieder weiter. Unser letzter Aussichtspunkt bei unserer Cruise, und zwar ist es zur Chasen Beach. Und wir haben mal gucken, ob wir vielleicht so ein Kia, also so einen kleinen Art Vogel oder Papagei sehen. Davon gibt es nur noch 5000, ganz auf der ganzen Welt, nehme ich mal an. Wir haben mal einen gesehen, wie er die ganzen Müll auseinandergenommen hat. Das sind ziemlich intelligente Tiere. Aber da wusste ich noch nicht, dass es so ein Kia ist. Jetzt würde ich ihn gerne noch mal sehen. Mal gucken, vielleicht finden wir ja einen. Wir fahren mit dem Boot von Nitra Peaks. Das ist ein kleineres Boot. Wir sind sonst immer recht große Boote und so hoffen wir, dass es dann ja, ein bisschen individueller ist. Und wir fahren dann vorbei auch an verschiedenen Wasserfällen und Bergen. Vielleicht sehen wir noch ein paar Seelöwen und wir freuen uns schon. Und gleich geht's los. Genau. So, das ist dann unser Boot. So, haben wir jetzt schon mal guten Platz gesichert, direkt draußen hier. Gleich geht's los. Yay. Wir stehen jetzt vom Tunnel und dann geht's jetzt wieder zurück. Haben wir noch ein paar Kias gefunden. Das sind die Vögel, die vom Aussterben bedroht waren, was ich vorhin erzählt hatte. Die Kias sind sehr intelligente Vögel und sind auch dafür bekannt, wenn man seine Autotür nicht abschließt, ja, dass man danach alles sehr durcheinander vorfindet. Die wissen ganz genau, wie sie an ihr Essen kommen.
Wie ihr seht, ist da wieder so ein Kia, der gerade sich an diesem Auto versucht. Er war gerade am Nachbarauto und hat da schon in der Scheibe versucht, irgendwas aufzukriegen. Jetzt versucht das hier anscheinend über das Dachfenster bei dem Hippie-Camper. Mal, ob er reinkommt. Und das ist aber der Dachlupe. Ist auch nicht auf.